Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Trendradar-Box aus dem Monat Juli. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, die Trendradar-Trendbox enthält Produkte aus den Bereichen Lifestyle, Food, Beauty, Fashion. Ihr könnt mit Claudi 15% auf eure erste Box sparen, wenn ihr möchtet. Schaut dazu gerne meine Infobox vorbei. Wie viele Produkte sind hier nochmal drin? 8 bis 10 Trendprodukte, genau. Und ab 29,95 kostet die Box nämlich. Das ist immer aufregend. Wir haben hier teilweise ein Kilo Mehl oder sonst was. Ich sage es ja immer wieder, aber das schockiert mich halt schon irgendwie ein Stück weit. Ne? Nachhaltigkeit wird hier immer groß geschrieben und gleichzeitig trendy, also so, dass man halt auch so ein bisschen neue Produkte entdecken kann, aber gleichzeitig auch auf nachhaltige Art und Weise. Das finde ich sehr charmant gemacht. Time to discover steht hier auch immer mit auf dem Deckel und dann werden wir das Ganze mal auspacken und entdecken. Zuallererst ein bisschen Füllmaterial, damit nichts durch die Gegend fliegt. Und Color Splash ist hier das Motto des Monats. Upsala. Ja, farbenfrohes Make-up ist heute auf jeden Fall am Start. Oha, das sieht auf jeden Fall bunt aus. Das definitiv, ne? Auch von den Verpackungen her. Interessant. Ich möchte immer erst ein bisschen entdecken, was die Boxenpacker sich so beim Boxenpacken gedacht haben. Genau, und dazu habe ich hier einmal das Heftchen. Im Juli zeigt sich der Sommer von seiner schönsten Seite mit leuchtenden Farben und voller Lebensfreude. Gute Laune liegt in der Luft, denn unsere Lieblingsjahreszeit ist bunt, intensiv und lebendig. Du holst Farbe in dein Leben und genießt das Summer-Feeling, denn dieser Sommer ist dein Sommer. Und das möglichst Nein, doch. Und das möchtest du zeigen. Liebe deine gute Laune. In deiner Juli-Box entdeckst du farbenfrohe und belebende Trends, die dich erfrischen und deinen Sommer bunter machen. Live your life in colors. Ja, definitiv, ne? Die Frau hier macht es auf jeden Fall komplett richtig. Hier sind die Produkte aufgeführt und hier haben wir dann nochmal die Information hinten draufstehen. Deine Trendbox im August, was uns erwartet im nächsten Monat. Also wenn du Bock hast, schauen wir mal. Der August kündigt sich an mit goldenem Licht und voller unvergesslicher Momente. Du verbringst die warmen Tage mit deinen Liebsten. Gemeinsam seid ihr unterwegs, lasst es euch mit gutem Essen an euren schönsten Summerspots gut gehen. Du genießt den Sommer mit seinen warmen Tagen und langen Sonnenuntergängen an Seen und auf Roadtrips. Mit deiner Trendbox im April erlebst du den Sommer in vollen Zügen, denn du entdeckst sonnige Lifestyle-Essentials und aufregende Produkte aus Wellness, Food und Lifestyle für deine Endless Summer Story. Die limitierte Box ist ab dem 1.8. in unserem Online-Shop erhältlich. Ich bekomme die Box ja in Kooperation, habe dementsprechend auch immer so ein kleines Kärtchen. Die Box kommt aus Berlin, was ich auch sehr, sehr cool finde. Irgendwann muss ich echt mal so einen Berlin-Trip machen, wo ich dann auch das Team der Trendradar Trendbox besuche. Und hier hat die liebe Anna auch ein kleines Kärtchen geschrieben, wo sie sich für die Kooperation bedankt. Dann habe ich hier noch ein Kärtchen drin von der lieben Christine, dass sie die Box mit Liebe gepackt hat. So, jetzt schauen wir mal rein. Das erste, was mich hier bunt anspringt, ist von Semikolon, Handmade, ein Bilderrahmen. Echt jetzt? Ein Bilderrahmen? Ich dachte erst, also ich assoziiere mit Semikolon eigentlich eher so diese Bücher, ne, zum Sachen reinschreiben. Ach guck, das ist so ein Stoffbilderrahmen zum Aufklappen. Ja, ne? Ist ganz süß. So für den Schreibtisch. Vielleicht für Schatzi auf Arbeit. Dann kann er auf der einen Seite Julius reinmachen, auf der anderen Seite Sammy oder mich. Finde ich tatsächlich ganz cool. Doch, kann man wohl auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich lege mir mal das Heftchen hier hin, dass ich dann auch immer schauen kann. Genau, weil hier hättest du auch andere Farben haben können. Und zwar auch noch in rosa oder in so mintgrün. Und das ist das Special Trend Goodie, was man als 12-Monats-Abonnent bekommt. Denn da bekommst du alle 2 Monate, nee, jeden Monat mittlerweile. Oh, wir belohnen deine Treue. Mit deinem 12-Monats-Abo entdeckst du jeden Monat ein zusätzliches Produkt in deiner Trendbox. Das ist natürlich cool. Sonst war das nämlich immer, ich glaube, alle 2 Monate. Das ist schön, ne? Dann bekommt man nämlich, wenn man da das längere Abo abschließt, nicht nur das Goodie, dass man das ja auch günstiger bekommt, sondern man bekommt auch noch ein Trend-Goodie on top. Finde ich echt schön. Dann habe ich hier was mit Banane drin. Vegan Milchshake von Bumme. Super cremig ohne Zuckerzusatz. Wie cool. Nur mit Wasser mixen. Enthält von Natur aus Zucker. Ja, ist ja in Ordnung. Ergibt eine Portion. Das muss ich ausprobieren. Mache ich dann mit unserer Küchenmaschine. Und dann haben wir das, ne? Also hier steht zwar, dass du das dann mit in so einen Shaker machen solltest, aber wir haben halt so eine andere Küchenmaschine, die hat auch so einen Shaker.
Gedönsen, glaube ich, irgendwie so in der Art mit drin. Cool. Das freut mich. Mag ich. Hätte man andere Sorten haben können? Da sind wir jetzt mal ganz gespannt. Ne? Ja, Strawberry hätte es hier auch noch mitgegeben. Sehr, sehr interessant. Und alternativ hätte man auch noch ein Bio-Müsli ohne Zuckerzusatz von Pur-Müsli drin haben können. Ja gut, da habe ich dann das Produkt bekommen, was nur die Hälfte wert ist leider. Aber ist okay. Ne? Also Müsli bin ich auch... Ich bin ein totaler Müsli-Junkie. Also ich liebe Müsli, esse ich gerne morgens. Dann habe ich hier eine Deo-Creme-Kuscheldecke. Vanille, Amber und Sandelholz von Ponyhütchen oder Ponyhütchen. Das ist schon sehr klein. Was ist das? 5 Milliliter oder so, ne? Kannst du für eine Reise vielleicht mit unterwegs mitnehmen? Ja, ich bin jetzt kein Ultra-Fan von Deo-Cremes. Bin ich ehrlich, also schon Roller oder sowas, ne, verwende ich schon. Aber diese, wo du mit dem Finger und dann so, das ist nicht so mein Vibe. Da, nee, habe ich lieber irgendwas, was ich dann festhalte und dann reibe. Dann habe ich hier was drin. Da muss ich an meine Mama denken. Ich war letztens mit Mama shoppen in Münster. Habe ich euch im Vlog auch gezeigt. Und da lief sie ganz stolz so, siehst du irgendwie was Neues an mir? Ich sage, keine Ahnung, sie hielt so ihre Tasche sehr präsent hin. Ich sage, vielleicht deine Tasche? Nein, die Tasche ist nicht neu. Ich habe sie aufgepimpt. Ich habe einen neuen Riemen dran gemacht und hatte sie auch so einen Riemen dran. Das hier ist jetzt einer von Nordlicht. Gibt es den auch in verschiedenen Varianten bestimmt? Ja. Ja, ja, da hättest du auch noch irgendwie was in Grün haben können. Ich habe jetzt so ein weinrot-beiges Design. Ja. Also da werde ich die ein oder andere Tasche finden, wo ich das dran machen kann. Ich habe manchmal sogar solche Taschen, wo ich solche Henkel mal dran hatte und verloren gekriegt habe. Und damit kann man natürlich seine Tasche ein bisschen aufpimpen. Und ja, das finde ich wohl, ne? Da finde ich wohl das passende Täschchen für. Finde ich auch ganz solide. Kann man auf jeden Fall machen. Und da muss ich jetzt immer an meine Mama denken und freue mich. Oder ich gebe ihr das. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Dann habe ich hier was zu trinken drin. Das ist super. Das kommt gleich direkt in den Kühlschrank, weil hier ist es. Also das ist nicht trinkfertig gerade. Zuko Exotic Juice Multifrucht Pure Organic Quality. 30% weniger Zucker, 100% Saft von Dr. Antonio Martens. Ja, wenn irgendein Doktor das herausgebracht hat, dann ist das natürlich auch immer was, ne? Finde ich auf jeden Fall auch sehr ansprechend. Also das, was da abgebildet ist, Apfel, Orange, Mango, Banane sehe ich, Ananas sehe ich. Wie heißt diese andere Frucht nochmal? Maracuja. Genau. Das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Doch, da habe ich Bock drauf. Passionsfrucht soll das übrigens sein. Okay. Und alles Bio. Das finde ich auch schön, ne? Und ein Liter? Sagst du auch nicht nein. Ist ein Saft. Ja. Dann habe ich hier noch was drin. Und zwar ist das Taste My Norway von Teja. Johannisbeere, Hagebutte und Kiefernsprossen. Okay. Ein Tee. Das kann man bestimmt auch aufkochen und dann abkühlen lassen. Das mache ich persönlich ja immer ganz gerne. Achso, da gibt es auch keine Alternative zu, ne? Nee, bei weitem nicht. Und Kiefer finde ich jetzt aber tatsächlich spannend. Früchtetee, ja, bin ich absolut Fan von. Aber Kiefer? Das ist mutig, ne? Mal gucken. Sie so schnüffelt erstmal an der Packung rum. Aber ich rieche da tatsächlich gar nicht so mega intensiv diese Kiefer raus. Aber vielleicht ist Kiefernsprossen ja auch ein bisschen nicht so... Da sind ja keine Tannenzapfen drin, ne? Spektakulär. Ja, das wird auch ausprobiert. Aber da ist jetzt im Hochsommer nicht unbedingt, dass ich den warm trinke. Das hier, habe ich eben gesehen, haben wir verschiedene Sachen drin. Man hätte drin haben können Gewürzextrakt auf Ölbasis, asiatische Art, indische Art und Knoblauch. Und ich habe asiatische Art hier drin. Ich weiß nicht, was das machen soll. Ca. 1000 Tropfen ohne künstliche Aromen. Von Alexander Herrmann empfohlen. Na guck, Würze in Sekunden. Da kannst du dir das Öl drücken und befüllen. Ca. 5 Tropfen pro Gericht. Kannst du dann irgendwas aufpimpen? Aber da mein Freund und ich jetzt gar nicht so viel asiatische Gerichte kochen, wird das weiter wandern. Dann habe ich hier ein Haarband drin. Sowas ist praktisch, ne? Wenn man vielleicht ein Bad Hair Day hat oder so von Hutch & Patch. Hatten wir davon nicht mal auch ein Haarturban? Ich glaube schon, ne? Zum Haare trocknen. Und das ist jetzt wirklich eine schöne Farbe. Mag ich gerne leiden. Das ist so ein ja, Petrolgrün, ne? Mag ich gerne leiden. Habe ich eben schon gesagt. Sei nochmal. Gäbe es auch noch in Gelb und in so einem Rotton. Ja, ist hübsch.
Es wäre so sinnvoll, weil manchmal, ne, ich habe hier so einen Wirbel, wo jetzt tatsächlich in letzter Zeit wieder meine ganzen Haare nachwachsen, also Babyhaare im wahrsten Sinne des Wortes, und einfach alles nur absteht. Ne? Das würde voll Sinn ergeben, das zu verwenden dann einfach. Dann habe ich hier drin von Cartier Rosa Heilerde eine Maske, schön beruhigt, empfindliche Haut. Ja, finde ich toll. Und das ist auch noch groß, ne? 100 Milliliter. Ja, so eine beruhigende Gesichtsmaske mag ich einfach gerne leiden. Ja, für sensible Haut, verhilft zu einem strahlenden Ton, beruhigt die Haut. Finde ich super. Auf Gesicht und Hals auftragen und 10 Minuten einwirken lassen. Ich mache das immer beim Zähneputzen, dass ich dann solche Cremepöttchenmasken mit drauf mache. 1A, kann ich nur empfehlen, die wird verwendet. Und dann komme ich, glaube ich, noch nicht ganz. Nee, da komme ich zum vorletzten Produkt von Mercy Handy Cleansing Spray. Yay, Orange und Pfefferminze, Energizing. 50 Milliliter sind hier drin, das wird an meine Freundin Sandra gehen. Die mag super gerne zitrische Düfte, die wird das sicherlich hart feiern. Ich bin tatsächlich kein Fan von diesen zitrischen Düften. Also ich habe tatsächlich auch solche Sprays bei mir in der Handtasche, muss aber gestehen, ich greife da gar nicht mehr so oft zu. Ne? Und deswegen, ja, ist es schön, es ist halt auch aus Glas und so weiter, ne? Aber es ist halt nichts für mich. Nee, nee. So, dann habe ich hier noch Flyer drin und ich weiß nicht, ob das eine Probe ist. Ist das aufgeführt? Schaue ich jetzt auch mal nach. Nö, das scheint doch. Ist wohl aufgeführt. Okay, ein Duschgelpulver haben wir hier nämlich am Start mit Birne, Zedernholz, Wasserpulver schütteln, fertig. Ja, Wasser einfach in eine leere Duschgelflasche, die hat man ja zu Hause. Und dann kannst du dir dein eigenes Duschgel daraus mixen. Finde ich gut. Birne, Zedernholz, diese Mischung immer, ne? Was haben die hier alle mit Zeder und, was nicht alle, war das nicht auch Zeder hier? Nee, Kiefernsprossen. Ist alles sehr waldig heute, ne? Finde ich gut, ich bin ja ein Waldmensch. Wir sind ja hier direkt am Wald und haben, also sind auch spazieren im Wald und alles. Ein Weg, adieu. Ja, es ist halt praktisch, weil du kein Wasser mehr durch die Welt schickst, ne? Das wäre jetzt hier, ja, die Box gewesen. Die ist jetzt nämlich leer. Es ist eine sommerliche Box. Tatsächlich. Es sind schöne Produkte hier drin. Für 29,95 bekommt man auch gut was für sein Geld. Du hast hier was zum Waschen, du hast hier was zum Maskieren. Du hast hier ein bisschen Lifestyle. Was zu essen, zu trinken, finde ich gut, ne? Vielleicht könnte man sagen, okay, entweder nimmt man den Tee oder man nimmt das hier, dass man halt nicht zwei Getränke drin hat, ne? Drei, das ist ja eigentlich auch ein Getränk, wobei Milchshake ist ja eher ein was, also Nahrungsmittel. Ja gut, aber das hätte man vielleicht jetzt so sagen können. Ich finde dieses Band echt witzig, das wird in Anwendung genommen. Ich glaube, das verwende ich wirklich selber und gebe das nicht meiner Mama. Weil das ist auch so schön weich, das fühlt sich wirklich gut an. Den Bilderrahmen gebe ich gleich meinem Freund. Und ja, spannend. Was meint ihr so? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Wie gesagt, Claudi15 gibt euch 15% Rabatt auf die erste Box, wenn ihr möchtet. Alles in der Infobox verlinkt. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.